Hi. Da sind wir, ich habe versehentlich den Kommentar geklickt. Ach, was soll's. Servus. War eh nichts Wichtiges. Ja, jetzt müssen wir Timmy wieder umstellen. Oh ja. Oh ja. Ach, die Ballista, richtig, ich erinnere mich. Hehe. Nehmen wir das selber mit letztes Mal, oder? Wird schon so. Dann werde ich wieder auf den SCP umschalten, so. Okay. Ach, ich habe das Kampfgewehr, das war das. Markus. Und nein, eure Lautsprecher sind nicht kaputt, wir haben beide neue Headsets. Ja. Beziehungsweise ich habe ein neues und er hat ein geupcycletes, keine Ahnung. Nee, meinst du, das ist eigentlich das Originalmikro, was hier zugehört, aber das ist schlechter als das, was ich vorher hatte. Achso, okay. Flinke Hände klingt echt cool. Nehme ich die gar nicht an Handkanone oder bleibe ich beim Kampfgewehr? Das Kampfgewehr fand ich irgendwie geil. Achso, ich erinnere mich, auf dem Map waren wir schon mal, ja. Was? Glaube ich bleibe beim Kampfgewehr, ja. Ist das übel? Verursacht 1000 Flächenschaden um einen Gegner herum, den du angreifst. Gegner, die hiervon getroffen werden, erhalten zusätzlichen Schaden über Zeit. OP? Hast du deine Verstärkungen eigentlich wieder umgestellt? Ja, die mache ich gerade noch. These will work nicely. Weil ich habe eigentlich nichts, was ich austauschen will. Ja, ich nehme auf jeden Fall den Kern wieder mit. Ja. Ich bastel schon mal so key, ne? Vor allem diese Dornrüstung fände ich eigentlich. Dornrüstung wäre für Simon gut. Mhm. Ja, Moment, ich muss kurz raustappen, weil. Ah, weg, so. Jetzt mal wieder klares Bild. Die letzten drei Türme sind aber auch geil. Also Tüftler. Perfekt. Letzten drei Türme 30% mehr. Ansonsten aber auch das Waffenwechsel, das flinke Hände ist auch cool. Ja. Boah, was soll ich nehmen? Kommt mir nur so vor, das hängt eine viel klarere Stimme als vorher. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich viel Verstärkungen will, ganz dringend. Und ich könnte ja mittlerweile theoretisch die, Hat jetzt jeder die Balliste ausgerüstet von euch beiden? Jo. Ehrlich. Oh, ich meine, ich habe die Balliste, ob Markus die noch hat, ja, muss er ja als zeigen. Einfach mal Leroy Jenkins. Problem ist, ich kann mit dem Teil leider nicht spielen, das ist das Blöde. Ja, die ist echt komisch. Na, ich glaube, gleich bei meinen Verstärkungen. Ich überleg grad, ob ich die Nagelpistole mitnehmen vielleicht. Ja, die ist gut für Roadspikes und so weiter. Aber direkten Schaden macht die nicht so wirklich toll. Die macht eigentlich. Hier steht, dass die viel Crit macht. Crit-Schaden. Crit-Schaden macht sie gut, ja, das stimmt. Aber da musst du halt die Schwachstellen erstmal treffen. Naja. Ach, ich bleib einfach bei dem Kampfgewehr. Das macht schön Explosivschüsse und das passt sehr gut mit meinen Flächenfähigkeiten. Raucht denn hier? Ach, das Ding raucht. Sagt aus, als würde der Kern irgendwie überhitzen. Und so. Ich hab da mal was vorbereitet. Markus ist gelb. Ganz was Neues. War ich nicht immer gelb? Nee, du warst sonst eigentlich blau. Ist ja nicht immer blau. Das weiß ich nicht. Kann gut sein. Artikulieren kann er sich nur halbwegs, also zumindest nicht ganz durch. Nicht ganz durch. Ja, so. So Medium, ne? Ihr habt eure Punkte noch gar nicht ausgegeben. Nö, nee, warum auch? Kanone. Ich weiß nicht, so um das Team zu unterstützen vielleicht. Jupp, das macht Markus jetzt anscheinend. Ja. Weil er sich vor mich gestellt hat. Okay. Yes. Perfekt. Oh, jetzt haben wir exakt voll. Schön. Das ist halt nicht so, dass wir die auch so killen könnten, aber. Let's go. Ah. Hui. Yeah.
Nein, mit der Blaster zu zielen ist schon schwierig, ja. Ja, genau. Hau genau dann ab, wenn ich schießen will. Mistgriffe. Nein, nach nicht ausweichen. Okay. Oh, 6000 Damage. Schön. Ja, hat was. Nächste Welle 30 von den kleinen Viechern. 60 von den kleinen Viechern. Gut, wir können die ziemlich gut blocken, indem wir sie um uns rumlocken. Das geht, aber... Oh. So, lass mal überlegen. Wo packen wir die Damage Zone hin? Ich würde sagen, hier irgendwo so die Ecke. Wollen wir erstmal den Weg weiterführen, oder? Ja. Ja, oben rechts sieht gut aus. Da können wir schön rumbleiben. Genau. Ja. Das Map ist so komisch verdreht gebaut. Wollen wir den Weg nicht ein bisschen anders bauen dann, oder? Nee, nee, das passt. Okay. Dann kann man die genau hier so rum da. Ja, das passt. Wollen wir dann vorerst irgendwelche Türme noch hier hinsetzen einfach? Minen? Vielleicht? Wollte ich nicht. Minen habe ich nicht dabei. Aber ich. Ja, ja. Gibt's hier überhaupt gesagt, Sprenge? Dass ich hier irgendwo ein ACP-Fläche hinstelle. ACP oder ein Raketenturm. Ja, Kanonenturm. Springer dürfte es hier nicht geben, nein, weil die Springer immer noch da das erste DLC waren. In der Map, die wir gespielt haben noch, ja. Ja. Jo, Raketenturm, oh, weiß ich nicht. Also. Für die wäre Flächenschaden ganz gut, also vielleicht. ACP. ACP, jo. Das oder Gatling. Gatling macht keinen Flächenschaden. Ja, aber Gatling feuert schnell. Blitz. Blitz ginge auch. Jo, aber der ist halt entscheidend teurer. Da. So viel dazu. Jo, kannst die LCP daneben setzen. Eigentlich, ganz ehrlich, ich würde lieber vielleicht irgendwo einen Kanonenturm hinsetzen, der den Kern auch umfasst, ein Stück weit. Raketenmeister. Ja, ja, da. Ja, Worte. Ich hab grad mal eben deinen tollen Begleiter gekillt, ne? Ist okay, oder? Jo, das stört mich nicht. Der respawnt eh. Go, go. Gut, gut, gut. Wir werden einige von denen aufhalten, bevor die überhaupt zu uns ankommen. Aber doch, die Sekundärfeuer von der Balliste machen hier ganz gut Sinn. Ja, aber die macht uns nicht viel Schaden. Ja, die Masse macht's, ne? Atsch! Da war ich gefällt. Ja, ja, die Kunst, die Kunst. Okay. Nice. Genau, ich denke, dann leiten wir hinten durch rum und... Was ich sagen muss, ist doch, dieses Kampfgeld, was ich jetzt dabei habe, ja, ist in der Verbindung wirklich super, weil es macht auch den Explosionsschaden, gibt also auch mehreren Gegnern diese Feuerschaden teilweise. Mhm. Und ist super für kleine Gegner. Und harmoniert super vor allem, harmonisiert super mit, der taktischen Überstellung, die ich drin habe. Und Zeitlimit. Ja. Oh, ich habe einen Block versetzt, ups. Schäm dich! Ich rüste erstmal ein bisschen was auf, ne? Oh. Was haben wir denn da? Die kleinen Läufe? Hm, kleine schwere Läufe sind das linke immer. Ah ja, das ist kein Problem, das ist simpel. Die haben wir schnell tot. Okay. Ja, hab ich schon wieder runterhängt. Ach, die kleinen Mistviecher. Ja. Ich
So. War auch eine leichte Welle, ja. Die nächste Welle wird dann auch leichter. Ja. Manchmal, die zweite Map ist irgendwie ganz komisch leicht. Was genau wird das? Die Damage Zone, glaube ich. Oder wie war das? Markus, mach du mal. Dann verfrachten wir mal die Türme hierher. Jo. Soll ich noch den Feuerleiter daneben packen, oder? Noch nicht? Ja, da? Genau. Oh, doch. Ja. Oh, hab ich dir gerade gegeben. Nice. Schade aber auch. Jetzt! Ich wollte nur einen Raketenturm setzen. Was? Dahin. Au. Hey. Da steht schon was. Da steht schon was. Die Bahn muss dazwischen rennen. Wieso haben wir jetzt zwei Kanonentürme? Raketentürme, meine ich. Weil du sie gebaut hast? Ich hab nur einen platziert. Ich hab keine Raketentürme da. Doch, du hast den hier platziert. Aber hier sollte nämlich die Feuerleitung. Ja, da habe ich mich einfach so rum. Das erklärt einiges. Ist das irgendwas halb aufgewertet irgendwie? Amber alle höchstens noch oder der Raketen. Ja. 165 zu. Wenn wir nochmal zusammen. Ja. Raketenturm. Im Zweifel am. Ich habe Raketenturm schon genommen. Ja. It's time. Go, go. Good to go. Alles doch, ich glaube, welche Gegner jetzt erst gehen wird. Scheiß Krieger! Nein, du musst jetzt unbedingt Simon hinterherlaufen. Hui! Wo ist der Schwarm? Da ist der Schwarm. Oh, was ist denn da ein Kern? Einzelner Spucker. Ah. Fliegeviecher. Ja. Yay, jetzt habe ich halt einfach. Jetzt habe ich hier gerade zum ersten Mal wieder ein harmloses bekommen. Ich liebe es, ja. Ich werde mich auf die Fliegeviecher richten.
wenn das in Ordnung ist. Oh, jo. Au. Dankeschön. Das war kein Lob. Natürlich. Nope. So, ja, ich glaube, die Blitzgeblaster sind tatsächlich das größere Problem momentan. Auf die kann ich aber gerne gehen, das ist kein Problem. Wenn du mit denen klarkommst, gerne. Und 5 Stück, die sollte ich recht schnell angezündet haben, theoretisch. Na gut, dann kümmern wir beide uns um die kleinen Sternläufer. Come out and play. Ich halt einfach nichts treffen kann, weil du unter einem Begleiter Bodyguard bist. Naja, muss ich halt ein bisschen mehr in den Kampf reinbegeben, ne? Ja, wenn du genau vor der Schnauze von den Gegnern stehst. Geht schnell. Es ist cool, dass man exakt so ein kleines bisschen schneller ist als die Sternläufer. Kann man immer weglaufen von dem. Jo. Praktisch. Also ein Blitzke-Blaske fast im Kern. Ich weiß, weil ich den nur durch das Feuerschaden machen kann. Kann mir doch mal helfen, Jorn. Aber wenn ich dieses scheiß Feuer auch da auf ihn drauf kriege, ist er auch sofort tot. Vielleicht kriegt er mich. Der kriegt mich. Da hat aber jemand Glück, immer die Schwachstellen zu verlieren, ne? Nee, ich mache auch ohne Schwachstellen Schaden. Na, geil machst du das. Toll. Ja, ich benutze ja riesen Energiepfeile. Okay. Endlich mal ein bisschen was Schweres. Am harmlosesten mal wieder. Perfekt. Ja, ich meine, sonst kriege ich das Ding ja immer. Zeitlimit. Nee, ja, doch. Eigentlich krieg ich das wirklich fast Hallo, Hallo krieg ich relativ häufig. Ja. Haben wir eigentlich Trägheitsfeldspender dabei? Nee. Aber ich sollte vielleicht mal die Minen so langsam bauen. Oder? Wäre eine Idee. Das klingt nicht schlecht, ja. So, keine mehr Punkte, keine mehr Punkte. Okay. Aber wo kommen wir noch Plattformen? Erstmal inflicting status ailments. Burn everything. Ah, die spawnen hinter mir. Okay. Spucker. Joa. Kann gar nicht den Schwamm richtig treffen. Kommt was durch zum Kern. Einiges. Ich
von dir gemacht? Ich bin da. Ja, ja, ich bin unterwegs. Oh. Eine Raketen, ey. Ja, so ein Mordsrückstoß. Latsch. Latsch. Alter, hat sie zu fett. So. Wackelköpfe und Schweber. Also Fliegeviecher meine ich. Ja, das wird faszinierend. Faszinierend. Wieso habt ihr jetzt da nicht extra Plattform hingepackt? Weiß es nicht, das war Markus, nicht ich. Also warum? Sinn. Sinn. Okay. Amüsiert sich Konstantin. Anscheinend. Boah. So. Da haben wir alles. Ich hab meinen Punkt ausgegeben. Ja.